Nyepa kunle nam dhula shen yenten kunjen kenpa po semjen kunjen nyen chikpo tamche kenla kunchan tse Omen shiki ingen potane dusum sangye kunjen mokunye rasem chukku musma dunsebe Tsebe lami shabla sowa Dambiche, Yamsu Lembe, Kulong Sampo, Nijum Dan Chanju Sim Dan, Timbe Koni, Dambiche Simbrishu. Wenn wir den wertvollen, unübertroffenen Dharma praktizieren, müssen wir die reine, authentische Sichtweise einnehmen. Sie besteht aus Abkehr von Samsara und aus Bodhicitta, dem Geist des Erwachens. Mit dieser Motivation hört bitte den Unterweisungen zu. Tawe ten lawa pe kaab sani, tini ishu pe kaab. Wenn wir den Dharma praktizieren, den unübertroffenen Dharma, dann müssen wir darauf achten, dass wir die Sicht etablieren. Wenn wir die Sicht etablieren, dann müssen wir sie aufrechterhalten. Und diese Aufrechterhaltung der Sicht nennen wir Meditation. Durch diesen Prozess, durch dieses Aufrechterhalten der Sicht praktizieren wir, oder das bedeutet es zu praktizieren. Im Moment sprechen wir darüber, wie wir diese Sicht etablieren. Da, Della. Rimba sumyore sani nawa semimba tenla pap sem rangshin mebar tenla wap tani tatula nangsem nyebuti sumjukdu tenla wap ake rimba sumgi kani ta nga zu dukwa re Die Art und Weise, wie wir die Sicht erkennen können oder wie wir Gewissheit in Bezug auf die Sicht erlangen, besteht aus drei Schritten. Zuerst etablieren wir, dass alle Erscheinungen der Geist sind. Der zweite Schritt ist, dass wir etablieren, dass der Geist leer ist, dass er frei von inhärenter Natur ist. Und letztendlich ist der dritte Schritt dann, dass wir die Einheit erkennen, die Einheit zwischen Erscheinung und Leerheit. Erscheinung und Freisein von Eigennatur. Diese drei Schritte, oder durch diese drei Schritte können wir die Sicht erkennen. Wir haben jetzt über die erste dieser Stufen gesprochen, wo wir alle Erscheinungen als Geist etablieren. Dann ding also nyamlen che yong de ngaran so mang che ba di rimba dang bo dini dogo ge yo de ti dini ani ko chu ye ta de la samlo ta ye ta nawa semyen ba de la jungna tokpa mena dini kowa chik lebe thoni
chen nyam den che bai na den den shwe de lam pe do ba ya bu shung gyo re den den ta kha sang as to s ang ge she chi ni shwe ba re Wenn wir lernen, wie wir praktizieren sollten, dann befassen wir uns mit diesen Stufen in Bezug auf die Sicht zu uns. Die meisten von uns beginnen mit der ersten Stufe, in der wir alle Erscheinungen als Geist etablieren. Damit beginnen wir und damit arbeiten wir. Es ist sehr hilfreich, auf diese Weise zu beginnen oder damit zu beginnen. Warum? Weil das eine sehr positive, nützliche Denkweise oder Sichtweise in Bezug auf die Praxis ist. Deswegen beginnen wir hier. Und es ist wichtig, dass wir also Gewissheit in Bezug auf diesen Punkt oder Gewissheit oder dass wir auf diese Art und Weise Gewissheit in Bezug auf die Sicht erlangen. ตะเป็นนางจูเดชะชุชมโบจิเกยงติเดชะติรังนายิมบังโกเชนะลัมซาเตลาตินิตังจินคอนโทรลเชเกกอกับจิรากเรเชดายาตินิเกยงติเชดังติรังนายิมบาฮากอนะลัมซาจิเตลาเจเกกอกับติเยเร Tā tēshā tāng shētā nīkā tēnī chē yūl kē ngā nī dēmbar tūk tū tā tū dzīn tē bāi nā tēnī tēshā tī chē lā kālī khāpū yore lā shētā tī yā chē lā kālī khāpū yore Wenn starke Anhaftung entsteht, starke Begierde vielleicht, wenn wir dann erkennen, dass das nichts anderes als eine Selbsterscheinung ist. Also nichts, keine Erscheinung eines äußeren Objektes, sondern unseres eigenen Geistes, also Selbsterscheinung. Wenn wir das erkennen, dann etablieren wir, dass diese Begierde nichts anderes als eine Selbsterscheinung ist. Und sofort bekommen wir die Kontrolle zurück, indem wir eben erkennen, dass es eine Selbsterscheinung ist. Das heißt, wir können diese Situation dadurch kontrollieren, dass wir diese Erkenntnis haben. Das Gleiche gilt für Anhaftung, Ablehnung, Zorn. Wir erkennen, dass all diese Emotionen Selbsterscheinungen sind. Und auf diese Art und Weise sind wir in der Lage, das zu korrigieren, unseren Geisteszustand. Wir können unseren Geisteszustand verändern, wenn Objekte unserer Begierde oder unseres Zorns, unserer Ablehnung entstehen, dann haften wir normalerweise an sie an. Wir glauben, dass sie reale Dinge außerhalb von uns sind. Mit dieser Anhaftung, die an die Dinge als real und wahr anhaftet, ist es schwierig, eine Situation zu verändern, die Kontrolle in dieser Situation wieder zu übernehmen oder zu behalten. Durch diese Erkenntnis der Selbsterscheinung sind wir aber in der Lage, die Kontrolle zu übernehmen. Die Ranang se zig di anzu damga la sobe kapsala se se sem gi zal se gdwa the display of one's own Das Wort Selbsterscheinung ist auf Tibetisch Rangnang. Und das ist ein Begriff, den wir sehr oft in der Tradition der Kernunterweisungen finden. Es ist diese Aktivität, dieses Potenzial, das wir haben. Aber Kempfula übersetzt Rangnang oder sieht Rangnang eher als Schauspiel unseres eigenen Geistes. Und das ist auch eine sehr gute Erklärung und eine sehr gute Sichtweise. Also, das Ding, Nipa. Sim. Rangshin mebar tenla wapa asini. Tante ma shuki yins. Heute
werden wir über den zweiten Schritt in Bezug auf die Sicht sprechen. Es geht jetzt darum, zu erkennen, dass der Geist leer ist, dass er frei von inhärenter Existenz ist. Ni ba nawa tham je semi na tini sem korang ki ngo di kareres tini sem di tini dembar du ba rebe rashin ki du ba rebes la ba ina e mares pare. Wenn es also der Fall ist, dass alle Erscheinungen der Geist sind, was ist dann die Natur dieses Geistes? Ist es wahr? Ist sie inhärent real? Besitzt sie ihre eigene inhärente Natur? Und hier sagen wir nein, das ist nicht der Fall. Tene, semgi ngodi ta chulsa di shiyo re slabare ta di yobar zimba mebar zimba tene yimbar zimba ta mayimbar zimba asne ta ngaranzo Semki neluk di kandere do sini taje tayon di chusa di shi yore. Ani semki ngobo di karere es di shi nani kaya rungwa jire besi na shi ga kaya ma re es. Di memba di semki ngobo re es, neluk re es, desung ba re. Wenn wir über die Natur, die Essenz des Geistes sprechen, dann müssen wir zuerst festlegen, worauf Verwirrung basiert. Was bedeutet das? Wenn es um die Natur des Geistes geht, dann können wir an sie anhaften als existent, oder können wir sie als existent sehen. Wir sehen, dass sie existent ist, oder wir erkennen, dass sie nicht existent ist. Wir können an sie anhaften als etwas Beständiges, etwas, das ist oder etwas, das nicht ist. Das heißt Existenz oder Nicht-Existenz, etwas Sein im Gegensatz zu Nichtsein. Auf diese Art und Weise haften wir an diese Natur an. Wenn wir analysieren, was die Natur des Geistes ist, dann betrachten wir all diese Möglichkeiten der Existenz oder Nicht-Existenz, etwas Sein, etwas Nichtsein. Und wir können keine Basis für diese vier Optionen finden. Es ist keine dieser Optionen ist eigentlich wirklich wahr. Und das ist genau, was die Natur ist, diese Freiheit von all diesen Optionen, all diesen Möglichkeiten. So basically, it is saying that if you ask what is the nature of mind, it cannot be described, but there is a method. It is not one of these four things. Or four extremes or the clingings that is not. So actually, it is not saying what is the nature of mind, but it is saying that what we think is not a nature of mind. And there's these four possibilities. Yobata mepa, yimbata mimba. Diese vier Begriffe sind sehr schwer zu übersetzen in andere Sprachen als tibetisch. Aber es geht darum, dass diese vier Optionen, also entweder eine Existenz zu haben oder keine Existenz zu haben,
im Gegensatz zu etwas zu sein oder nichts zu sein. Das sind die vier Optionen. I think it's in the root, but I don't know how they translate it. Auch Kempo sagt, ich weiß nicht, wie man das wirklich ins Englische übersetzen soll. Im Wurzeltext haben wir diese Worte als existent oder nicht existent übersetzt. Und wir werden die anderen Optionen noch genauer ansehen. Wir könnten sagen, dass, oder als Beispiel eine Person nehmen. Und diese Person ist farbenblind. Diese Person sieht nur zwei Farben, schwarz und weiß. Wenn wir dieser Person jetzt erklären müssen, was die Farbe blau ist oder wie die Farbe blau aussieht, dann spielt es eigentlich nicht so viel, eigentlich so eine große Rolle, wie viele verschiedene Blautöne wir beschreiben. Die Person sieht ja ohnehin nur schwarz oder weiß. Es ist also beinahe unmöglich, dieser Person die Farbe blau wirklich zu beschreiben. Bedeutet das, dass wir nichts tun können? Nein. Wir können zwar nicht genau aufzeigen, was blau ist, aber wir können dieser Person dadurch helfen, dass wir erklären, dass wir auf eine Sache hinzeigen und sagen, siehst du das? Das ist nicht blau. Und dann zeigen wir auf ein anderes Ding und sagen, vielleicht ist dieses Ding, auf das wir zeigen, schwarz und wir sagen, schau, das ist auch nicht blau. Diese Person kann noch immer nicht direkt die Farbe blau erkennen, aber zumindest gibt es der Person diese Möglichkeit, Klarheit darüber, dass was er oder sie sieht, nicht blau ist. Blau ist etwas jenseits seiner oder ihrer Erfahrung. Und wir beschreiben das Freisein von Extremen. Wir können nicht direkt erklären und deswegen erklären wir, was eben nicht frei ist. Wir nähern uns auf diese Weise an und indirekt hilft uns diese Erklärung, dieser Zugang dabei, unsere falschen Sichtweisen immer mehr und mehr loszulassen. Wir können zwar nicht erklären, was blau ist, aber wir können der anderen Person beschreiben, was blau nicht ist. Und allein schon das wird der Person dabei helfen, letztendlich wirklich selbst zu erkennen, was blau eigentlich ist, indem wir uns auf diese Weise annähern. Unter diesen vier Möglichkeiten beginnen wir mit den ersten beiden. Die Möglichkeit der Existenz gegenübergestellt der Möglichkeit der Nicht-Existenz. Die anderen beiden sind die Möglichkeit, etwas zu sein oder etwas nicht zu sein. Mein, Galdu mein,
다들 쌤기 중에 똥그러셔서 Im Mahamudra-Wunschgebet sind wir beim 11. Vers angekommen. Und hier heißt es, es ist nicht existent, weil nicht einmal die Siegreichen es gesehen haben. Es ist nicht nicht existent, weil es die Basis von allen Samsara und Nirvana ist. Und das ist kein Widerspruch. Es ist der mittlere Weg der Einheit. Mögen wir Dhammata des Geistes frei von Extremen erkennen. Dann des Undi, wana sem gita, nawa tamche semina, sem se di dembar jujub tardu, garansula nangi yore, dembar jujub tardu yore be selabayana, yobe ki chue chigre be selamna tardu ki neludi. Di mares, garresana, sem yobadi ani sanje ki kyan sigyo mares. Wenn wir etabliert haben, dass alle Erscheinungen der Geist sind, was ist dann die Natur? Was ist dieser Geist? Dieser Geist, und diesen Geist haften wir normalerweise als existent, real, solide an. Er erscheint ja auf diese Weise, obwohl er als etwas Wahres, Reales, Solides, inhärent Existentes existiert. Müssen wir uns die Frage stellen, ob das wirklich so ist. Ist er wirklich so, existiert er wirklich so, wie er uns erscheint? Und letztendlich ist das eben nicht der Fall. Er existiert nicht auf diese Art und Weise. In der ersten Zeile heißt es, der Geist ist nicht existent, denn selbst die Siegreichen sehen ihn nicht. Nicht einmal die Siegreichen sehen ihn als, auf diese Weise als existent. Dann denke ich, Jöbita. Diese erste Zeile spricht also davon oder beschreibt, wie wir die Anhaftung an das Extrem der Existenz loslassen können. Dini, wana da semse di mepa chigribes yoba maina tang arang so namjun namdo man chaba lamsang yoba mare selamong du meba jre samni jin du gyo rwa ona sem se di kayang chi yang meba sawa ni ni chi ngowo meba jile meba dende chi ta namjun arang so chi jung ma nyung wa ge ma nyung wa se gyo rwa dende ki chu ribong ge ra da moshim ge pu se ni pe tni sha gyo rwa dende chi rebe es la pa ina Deyang mares, kariresena semse ji yoba songza korwa tang nyangde nangwa tang chulba chasang nga ranzu yungu yorba. Deni semde mena, ani korwa tang nyangde yuldang yulje tang nga ranzu ji kaya mepa resene laptube midwa. Chorki yore, nyongki yore, shiki yore, rangrik rangsal yungu yore. Denba endu deni Mebare sine zim shabadiya chulbare slabare. Mebi tachigre slabare. Dekao suda jiyang mebachi. Wenn wir jetzt diese Möglichkeiten der wahren Existenz bereinigt haben, dann stellen wir uns folgende Frage. Wenn es nicht existent ist, existiert es? Wir denken ja auf diese Art und Weise. Wenn wir sagen, etwas existiert nicht, dann haben wir sofort die Annahme oder nehmen wir sofort an, dass es also nicht existiert. Es ist nicht vorhanden. So sehen wir die Dinge auf unserer konzeptuellen Ebene. Aber es ist nicht so. Es ist nicht der Fall, dass der Geist vollkommen ein vollkommenes Nichts ist, vollkommene Leere, gar nichts. Es ist nicht so, dass er nicht funktioniert, dass er keine Qualitäten, keine Natur hat.
dass er frei, komplett frei ist von dieser wahrnehmenden Natur. Es ist nicht so, er ist nicht so wie die Hörner eines Hasen oder der Sohn einer unfruchtbaren Frau. Das sind unmögliche Dinge, die sind einfach nicht möglich. Niemals sind diese Dinge aufgetaucht. So ist es nicht. Weil der Geist Qualitäten besitzt, wahrnehmen wir die Erscheinungen von Samsara und Nirvana wahr, und das steht im zweiten, in der zweiten Zeile, weil eben diese Dinge erscheinen, und deswegen ist der Geist eben nicht komplett nicht existent. Wir nehmen Objekte wahr, nicht nur das. Die Wahrnehmung, die subjektive Wahrnehmung der Objekte ist unsere Erfahrung. Und wir können nicht sagen, dass es nicht existiert. Wir haben ja unsere eigene persönliche Wahrnehmung dieser Dinge, unsere Erfahrungen in Bezug auf diese Dinge. Der Geist selbst besitzt die Qualität des Selbstbewusstseins, Selbsterkennens. Er nimmt Dinge automatisch wahr, und wir können nicht widerlegen, dass es der Fall ist. Es ist also nicht so, dass der Geist nicht vollkommen nicht existiert. Also es ist nicht der Fall, dass der Geist komplett nicht existent ist. Ta de yang dor di na me par re du samba di me par zimbe zimba chi re sem gi ngo wo di zimba tham je la da wa yin ba yin di di ni me pa yang cha ge ya ma re Wenn wir jetzt über diesen Punkt sprechen, dann könnten wir annehmen, dass der Geist nicht existiert. Diese Annahme ist auch wieder Anhaftung an Nicht-Existenz. Die inhärente Natur des Geistes ist frei von jeglicher Anhaftung, von Natur aus frei von Anhaftung. Und deswegen kann sie auch das nicht wirklich sein. Das heißt, wir können auch nicht an die Dinge als nicht existent anhaften. Da. Also bei die Kasan die denn Tada dulzing ich sheba kapsula Dul die na wanna shin yore besna yobaya marwa Tulbi wang na shaba zam chibre Tini, ta, duldi, cawa nyini meba rebesena, cawa nyini meba yang marwa, tulkingi kangsa, nang shimbe kapsula, nawa shir yungu yore, shirwa nang shingi, jikwa kewa laso pekin, cawa yang chigi yore. Den Wenn wir wieder uns an das Beispiel der Schlange und des Seils erinnern, dann sehen wir Folgendes: Die Schlange existiert nicht so, wie sie erscheint. Aus dieser Sichtweise könnten wir sagen, dass die Schlange nicht existiert. Sie ist nur eine falsche Wahrnehmung eines falsch erkennenden Geistes. Aus dieser Sichtweise könnten wir also sagen, aus dieser Perspektive könnten wir sagen, dass sie nicht existiert. Können wir dann sagen, dass die Schlange überhaupt nicht irgendwie existiert? Auch das ist nicht der Fall. Aus der Sichtweise des verwirrten Geistes scheint sie zu erscheinen. Nicht nur das. Diese Erscheinung funktioniert auf gewisse Art und Weise. Sie reagiert. Wir können also nicht sagen, dass sie überhaupt nicht existiert. Denn
Das zum Badi. Ta tinde ina di topa lam sang kare yung kore sana. Ta di sigi mares. Yoba ta meba nyin kalbar wa. Tini yoba main na inji miji meba yin kukre. Meba main na inji miji yoba yin kukre es. Yobayang main, mebayang main se nyebuti, ani, tende chiyo chik sigi ma re sabayi na, galgi duus ni tingi yo na. Ta chidang nga zu, nizingi loki wangdo che na, tenpa ra wa, galgi re. Yine yang, ni loki wangdo che na, tingi galgi ma re sila pare. Vielleicht wollen wir sofort, möchten wir das widerlegen. Wir sagen, das ist nicht möglich. Wie kann etwas gleichzeitig existent und nicht existent sein? Und für uns ist das ein inhärenter Widerspruch, wenn wir sagen, etwas existiert nicht. Und dann sagt, wenn wir aber sagen, etwas existiert nicht, dann bedeutet das, dass es existiert, oder? Wir können diese beiden nicht gleichzeitig haben. Das sind absolute Widersprüche. Ja, aus der dualistischen Perspektive stimmt das. Existenz und Nicht-Existenz widersprechen einander. Sie sind einander widersprechende Ausdrücke der Natur. Die Art und Weise, wie die Dinge aber wirklich existieren. Aus der Sichtweise der wahren Natur der Dinge ist es aber kein Widerspruch, dass die Dinge auf der einen Seite existent und gleichzeitig nicht existent sind. Pena, tanji pe te la, chidang dul yobayan yinpa, dul mebayan yinpa, nika chi sigi marwa. Yana dul yobayin kukore, yana dul mebayin kukore. Ngana su nyi zingi logi timdata chibayin. Yina yang di sigi re sila pare, yusi chikla. Pena kante resi na, galgi ma resi. Dul du nangki kansa korangki ngoni shepayi na, dul yopare. Yina yang, niluki wangzinti shepayi na, dul nang shimbe kap tega rangla tini dul mebara wa. Dul tsani dupkona yomara wa. Yina yang, dul tongi ngi kansa ki ngola, dul di kacha kia yopare. Tā tīngi gālgī mīdvā, dhūl rāngi ngō mātū pātī tāng, anī kāngsā lā dhūl dhūn nāngvā nīpū tī, anī yobāyā rē lā, mēbāyā rē, gyūsī tāgā rāng lā. Tēlā ngā dhū sūṅ chūk sīk rā, nāng shīntū tōng pā, tōng shīntū nāng pā sī. Wenn wir jetzt über das Beispiel nachdenken, das Beispiel der Schlange, dann ist es so, dass die Schlange entweder existiert oder nicht existiert. Das ist unsere normale Sichtweise in Bezug auf eine Schlange. Wenn eine Schlange existiert, wenn eine Schlange vorhanden ist, existiert sie. Wenn sie nicht da ist, existiert sie nicht. Das ist die Art und Weise, wie unser dualistischer Geist funktioniert. Er ist gleichzeitig existent und nicht existent und für uns ist das ein Widerspruch. Aber in manchen Fällen ist es möglich, dass die Schlange beides ist, dass sie gleichzeitig existent und nicht existent ist. Warum ist das der Fall? Wir sehen uns hier die Perspektive an, die Perspektive des Beobachters. Aus seiner Perspektive erfährt er die Schlange. Aus seiner Perspektive ist sie
da. Er nimmt etwas, er oder sie nimmt etwas wahr. Aber in Wahrheit ist die Schlange nur eine Projektion des Geistes dieser Person. Und deswegen existiert sie nicht so, nicht auf die Weise, wie sie existiert. Aus dieser Perspektive gibt es also keine Schlange. Noch einmal, aus der Perspektive des Wahrnehmenden existiert sie 100% sicher, ist sie da. Wir haben also diese beiden Zustände, die Art und Weise, der Zustand der Dinge, wie sie wirklich sind, eine Schlange, die nicht wirklich etabliert ist. Aus der Sichtweise des Individuums, das die Schlange sieht, ist sie aber da. Wir können also in einem Moment eine Schlange haben, die existent ist und eine, die nicht existent ist. Und dieses Beispiel hilft uns dabei, diese Einheit zu verstehen, die Untrennbarkeit. Die Untrennbarkeit dieser beiden Dinge. Während etwas existiert, ist es nicht existent. Während es nicht existent ist, existiert es. Tien tien da, tatil sim ji chun yin di, tini ming di kari ta sha pare se na, tinde ki yobi tala malung pa, mebi tala malung wa tila, tatil se ni ming ta sha pare, ume se ni ming ta sha pare. Deyang ming ta pare ma to, tatil kurang ya, ngoni tatil ma re. Se di ta, yoba ta ma re to, mepata mare tu de tadal re tu sambai na de yang digi yo mare ta ine yang aran su communicate je go gwa ming ji ta go gwa ming de kare ta sha pare sna tadal sne ming ta sha pare na tadal re sha sambe jimba chu na ya ta ma dal ba cha pare Und hier gibt es eine gewisse Terminologie, die wir brauchen, wenn wir über die Natur des Geistes sprechen. Wir sprechen über die Natur des Geistes als Natur des Geistes, die frei von Extremen ist. Und das ist im Tibetischen eine sehr direkte Aussage. Was bedeutet das? Es ist frei zu sein von Extremen, bedeutet frei zu sein von Extremen der inhärenten Existenz und frei zu sein vom Extrem der Nicht-Existenz. Das nennen wir Freiheit von Extremen, manchmal auch Einfachheit. Oder wir nennen es Umma, Madhyamika, mittlerer Weg. Das sind Ausdrücke, Begriffe, die wir verwenden. Und es ist wirklich der Fall. Aber wir laufen Gefahr zu sagen, dass der Geist frei ist von Extremen, wenn wir jetzt dann wieder anhaften, dass der Geist irgendetwas Bestimmtes ist. Wenn wir also sagen, frei von Extremen, frei von Existenz, wenn wir das so sagen, dann fallen wir wieder in das Extrem der Anhaftung. Wir haften wieder an etwas an. Wir müssen kommunizieren und um kommunizieren zu können, brauchen wir Worte, wir brauchen Begriffe, aber gleichzeitig kann es passieren, dass wir dann wieder in Extreme verfallen, dass wir sagen, dass es etwas ist, dass es frei von etwas anderem ist. Wenn wir also an diese Dinge anhaften, sind wir schon wieder in ein Extrem verfallen. Tīng tī, trētāl sē cīk tī kōyōng tī, trēpā kākpa tī lōla shā kōrā mā tō, dūpā jī lōla shā kī mē pā rē. Dūpā jī lōla shā na, trēpā tā mā rā pā chā pā rē. Tīng tī ngā zū, shēmbā shirā nā rā, dzimbā chū na tāwā mē sōng shā rā wā. Tā tī, thātū sē yā rā wā ngā zū. Im Tibetischen gibt es ein anderes Wort, Jujal, frei sein von Übertreibungen. Wir können auch sagen, frei von Extremen. Dieses Wort kommuniziert,
dass wir hier alle Möglichkeiten in Bezug auf Existenz bereinigen. Die Bereinigung, die Eliminierung dieser Möglichkeiten. Wenn wir diese Terminologie verwenden, also frei von Extremen, frei von Projektion, dann bedeutet das nicht, dass wir dann durch die Hintertür wieder etwas etablieren. Es ist eine Negierung all dieser verschiedenen Möglichkeiten der Existenz oder Nicht-Existenz und so weiter. Wenn wir das also etablieren als Nichts und es dann durch die Hintertür wieder Existenz etablieren, dann fallen wir wieder in ein Extrem. Und in diesen vier Zeilen haben wir die Zeile, wenn es Anhaftung ist, ist es nicht der Sinn. Das ist eine endgültige Aussage in Bezug auf die Sicht. Wenn Anhaftung vorhanden ist, dann ist das nicht die Sicht. Wenn wir also fragen, was ist die Natur des Geistes, dann haben wir zwei Optionen. Die beste ist zu sagen, nichts oder nichts zu sagen. Und wenn wir etwas sagen müssen, dann können wir sagen, dass Jajal das beste Wort ist, das wir verwenden könnten. Es ist zwar nicht ganz korrekt, aber es ist besser als nichts. Jajal, frei sein von Extremen, frei sein von Projektionen. Nachdem der Buddha die Erleuchtung erlangt hatte, glaubt er, dass es keinen Sinn macht zu sprechen. Aber dann hat er nachgedacht und hat gesagt, nein, eigentlich ist es doch, oder er hat gesehen, dass es doch besser ist, zu unterrichten. Nachdem der Buddha die Erleuchtung erlangt hat, hat er gesagt, ich habe einen nektargleichen Dharma gefunden, erkannt, der tiefgründig ist, nicht zusammengesetzt, strahlend klar, vollkommen frei von Trübungen. Wenn ich versuche, das jemandem zu unterrichten, jemandem zu erklären, dann würden die anderen das nicht verstehen. Und darum ist es besser, wenn ich einfach ruhig bin und im Wald verweile. Wenn wir über die Natur des Geistes sprechen, dann ist das Problem, dass je mehr wir versuchen zu erklären, umso schwieriger wird es. Wir normalen menschlichen Wesen brauchen aber Worte, um kommunizieren zu können. Wenn wir ein Vidyadhara sind, ein Bodhisattva, dann haben wir verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung. Aber leider stehen uns diese Kommunikationsmöglichkeiten nicht zur Verfügung. Wir brauchen also Worte. Und zumindest sollten wir dann die besten Worte verwenden, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben die Linie der direkten Übertragung und dann die Linie, in der wir Zeichen zur Kommunikation, zur Vermittlung verwenden. Die Geistesübertragung und die Zeichen, die Übertragung durch das Zeigen, Aufzeigen von Zeichen. So, Mind Lineage and Symbol or Sign Lineage. Anybody in min guitar said und als nächstes sprechen wir über das Extrem etwas zu sein im Gegensatz zum Extrem des Nichtseins. Mm.
Ta chidang yume dang yume nyebudi. Kareso kore. Ndo samlo dang di yoba dang meba si di sim korang di yul da wajile shani di yoba redu meba redu sini jeba jeba sura wajile tuwa. Dene yinba dang mi mita si di ani sim korang ki nilu di gom yong di sim korang ki nilu di gom yong di ani yuljin korang ki yin sambachik dang o di min sambachik dendega chona yin yong go res den nipo diyante niga tajire sombare niga le debachik go res sombare Wenn wir zuerst über das Extrem der Existenz im Gegensatz zum Extrem der Nicht-Existenz sprechen, dann beziehen wir diese Zustände auf unseren Geist. Und hier beziehen wir uns normalerweise als den Geist, als auf den Geist als Objekt, ein Objekt, das entweder existiert oder das nicht existiert. Der Punkt ist, dass wir beide dieser Möglichkeiten eliminieren müssen. Wenn wir uns mit der Natur des Geistes auseinandersetzen, es ist kein Objekt, das existiert und es ist auch kein Objekt, das nicht existiert. Und wenn wir uns jetzt mit den beiden Extremen befassen, wenn wir darüber sprechen, ob der Geist etwas ist oder ob der Geist nichts ist, im Text heißt es, dass, oder im Text beziehen wir uns auf den Geist als Subjekt, oder wir beziehen uns auf den Geist als Objekt, wenn wir über den Geist meditieren, wenn wir den Geist verwenden, wenn wir den Geist selbst verwenden, um sich selbst zu beobachten, dann können wir in zwei Extreme verfallen. Wir sehen auf der einen Seite, ah, der Geist ist ein Subjekt, und dann ist der Geist ein Subjekt, dass etwas Bestimmtes nicht ist. Diese beiden Sichtweisen erscheinen, wenn wir unseren Geist verwenden, um über die Natur des Geistes zu meditieren. Und es ist ganz klar, dass das eine sehr subtile Sichtweise ist. Tati kandi sige sana ngaran su dus kom jap de du pena ta nge sem ji ngo di tong ni yin de kom gi ye sung ju yin de kom gi ye yana sem ji ngo de la yi she sene se gi ye ta nge yi she de kom gi ye samba da ba chi yin bi ko ne kom ba na sempa chaa dhukho kore tiyala tene chompaa sila kore ko kanta chi di yin sampe ki dzuku dzuksa chi nyeyong kore tende ki zimbi zimbaa di tang dhalwa tiyala tene yinbar zimbi tatang dhawa asa Wenn wir zum Beispiel meditieren, und wenn wir diese Vorstellung haben, dass mein Geist leer ist, und ich meditiere jetzt über meinen Geist, ich meditiere darüber, dass mein Geist Leerheit ist, oder ich meditiere über meinen Geist, der die Einheit von Leerheit und Erscheinung ist, oder ich meditiere über den Geist als nicht konzeptuelle, ursprüngliche Wachheit, dann sind Oder was passiert hier in diesem Zusammenhang, wenn wir meditieren? Wir meditieren darüber, dass der Geist etwas Bestimmtes ist. Der Geist ist das, als was wir ihn in der Meditation sehen. Das heißt, wir schreiben dem Geist gewisse Eigenschaften zu. Ich meditiere über den Geist, der dieses und jenes ist. Auf diese Art und Weise verfallen wir in das Extrem, dass wir den Geist als etwas Bestimmtes sind, dass wir dem Geist bestimmte Eigenschaften zuschreiben. Dene nipa di
mimbitasena ni semdi tembar dupa kangni tembar dupa mare dende yemba songsanta tembar dupa te kangni ani ngi gomgi ye sambaina teni dela kagbitasere tembar dupa se di maimbare samni jimbaina deyan jimbaje Das Extrem, Extrem, indem wir den Geist als etwas sehen oder dass wir dem Geist Eigenschaften abschreiben, dass wir zum Beispiel etablieren, dass wir den Geist als etwas nicht Solides, nicht Reales etablieren. Wir widerlegen also eine gewisse Vorstellung und dann sagen wir, ah, ich meditiere über den Geist und erkenne, dass er nicht existent ist, dass er nichts Solides, Reales ist. Wir meditieren also über den Geist, der nicht dieses und jenes ist. Und dabei verfallen wir in das Extrem der Ablehnung, indem wir sagen, ah, der Geist ist nicht dieses und jenes. Dann dort in der Tambo, die Main, die in Sambatitini, Dubi Gitarwa. Kotschig zu la Zönjungore. Zimbare. Die Main sei die, die Niko Gagbatan, Gagbeki, Chachire, die Jan Zimbare. Die Ndungazu, Gomgi, ठीक दिन सुनाला गाउटुप की बेचल खाया माचे पाचे नहीं देने रंगबाप सुशा सेगरवा काक पाई नहीं यां रंगबाप सुमाशा पाचा डोगर डुबा इने रंगबाप सुमाशा को निका कर रे चे माचे चारु तो वा तेला देने आजू नाम की माचे रंगबाप सुनी Wir könnten sagen, dass wir, indem wir denken, dass der Geist etwas Bestimmtes ist, dass wir dadurch ins Extrem des Etablierens verfallen. Wir bezeichnen den Geist oder wir schreiben ihm positive Qualitäten zu. Und das selbst ist auch ein Extrem, auch das ist Anhaftung. Wenn wir aber sagen, dass der Geist etwas Bestimmtes nicht ist, wenn wir das tun, dann verfallen wir in das Extrem des Negierens, des Ablehnens. Wir negieren eine gewisse Art und Weise, wie der Geist existieren könnte. Und auch das ist also wieder ein Extrem, eine Anhaftung. In den Anleitungen zur Meditation erhalten wir Unterweisungen, die uns erklären, dass wir nichts annehmen und nichts ablehnen sollten, dass wir unangestrengten Zustand verweilen sollten. Ohne annehmen und ablehnen. Indem wir in diesem Zustand verweilen, indem wir weder etwas annehmen noch etwas ablehnen, sind wir unangestrengt. Und hier wird sehr oft ein Begriff verwendet, den wir als in Natürlichkeit verweilen übersetzen könnten. Wir sollten so verweilen, wie wir sind, ohne etwas zu verändern. Da, den der Indü, in Sambayana, Jüzare, Men Sambatiya, Jübigin Zimbachare, und die Niga dann Dalwe Kone Shabayana, den ich Majö Sede Charu. Da, die Antunat Dordina,
yin sa di ngan su dodo dang kurdeb ni yebe na ne dodo ge zimba ta ba shi ba men sa di kurdeb ge zimba ta ba shi re de ni dan dan ne de ni rang shin sa de cha do ba re Wir sprechen hier über diesen Begriff der Ungezwungenheit, des Nicht-Gekünsteltseins. Wenn wir jetzt an den Geist anhaften und glauben, dass er etwas Bestimmtes ist, dann ist das etwas Gekünsteltes. Das heißt, wir schreiben dem Geist etwas zu. Wenn wir an den Geist anhaften und glauben, dass er nichts ist, dann schaffen wir wieder etwas Gekünsteltes, etwas Gestelltes, Fabriziertes. Diese beiden Arten des Fabrizierens, Sinnsanhaftung. Frei zu sein von diesen Anhaftungen bedeutet, ungekünstelt zu sein. Wir tun nichts. Wir schaffen nichts, indem wir sagen, der Geist ist etwas oder er ist etwas anderes nicht. Wir sprechen oder wir sagen, dass er etwas Bestimmtes ist und dann schreiben wir schon wieder zu. Wir übertreiben, wir projizieren etwas. Wir schreiben dem Geist Eigenschaften zu, die er nicht besitzt. Jetzt aber zu sagen, dass er etwas anderes nicht ist, entspricht auch nicht der wahren Natur. Beide diese Arten der Anhaftung sind Extreme, die vermieden werden sollten. So maybe in chumba sena ran so in it said or whatever kakwa sena is not said Mao Zedong hat zehn zehn na der chumba dann kakwa sei chura Die Vorstellung, dass der Geist etwas ist, bedeutet also, dass der Geist etwas repräsentiert. Wir schreiben ihm eine gewisse Bezeichnung zu. Wenn wir sagen, er ist etwas anderes nicht, dann negieren wir etwas anderes. Entsprechend der buddhistischen Brahmana-Schule ist die Sprache, vor allem die menschliche Sprache, sehr oder sie besitzt sehr viele Illusionen. Es gibt ja so viele Illusionen. Aus diesem Grund funktioniert die Sprache so gut. Sie muss aber nicht der Realität sein oder nicht der Realität entsprechen. Wir können alles Mögliche zuschreiben, alles Mögliche annehmen in dieser Sprache. Und deswegen funktioniert sie so gut, weil ihre Natur so illusionsgleich ist. Und dadurch wird sie einfach so kommunikativ, so gut für die Kommunikation geeignet. Wenn wir über Realität sprechen, über die Realität sprechen, dann wird es schwierig, eine Sprache zu verwenden, weil das hier fast das Gegenteil ist. Also, Zemanang lada, da, den, debar zimbeke, tokwa segrwa, language ki component awati. Di sum di tsangyong be kapsula, nganzo ina da, screen, projector, ane di kochi, process di yakwa chungsuna, ane, da video di pe yakwa yungurwa, di nashin chene, da dang, den dang, bacha di, tsu, domyong de kasula, tini, it functions very well. In der Brahmana-Tradition, in der Tradition, wo es so viel um Logik geht,
wird Sprache folgendermaßen verwendet. Es ist ein Prozess, in dem wir die Worte, die Ausdrücke, die wir verwenden und die Objekte, denen wir diesen Namen zuschreiben, diese beiden stehen in einer Beziehung zueinander. Wir sprechen zum Beispiel vom Schirm, vom Projektor und vom Prozess des Projizierens, des Sehens, was projiziert wird. Das Video ist gut sichtbar, wenn alle Dinge funktionieren. Wenn das, was am Schirm passiert, mit der Realität übereinstimmt, dann sagen wir, das ist ein toller Film. Dann passen die Dinge zusammen. Die Worte, die Namen, die wir verwenden, um Dinge zu repräsentieren, die Dinge selbst, die wir annehmen und unsere Gewöhnung, unser Gewohntsein und unsere Gewohnheit, diese Dinge miteinander zu verbinden, sind wichtig. Das heißt, diese Beziehung, die wir eingehen zwischen den Namen und den Objekten, durch diesen Prozess passiert erfolgreiche Kommunikation. Auf diese Weise können wir erfolgreich kommunizieren. Wenn wir das logisch betrachten, dann hat das Wort Apfel, oder wenn wir das Wort Apfel betrachten, die Buchstaben, dann hat das mit einem Apfel nichts zu tun. Wenn wir es aber verwenden, das Wort in der Kommunikation, dann macht es plötzlich Sinn. Was versuche ich hier zu sagen? Wenn wir über die Realität sprechen, dann verwenden wir gleichzeitig Illusionen. Indem wir Worte verwenden, oder wenn wir Worte verwenden, wird es fast oft ein Hindernis, um die Realität zu beschreiben. Da sikthama di tin tin re ki yobar tsimba tang di yimbar tsimba tang di member tsimbe ki tsima tatam na drive ki sem gi nelu do tobar sho sene ni manam jeb sha bar do sikan tama di In diesem Vers, über den wir hier gerade sprechen, ist die Essenz eigentlich, oder heißt es, mögen wir frei sein von diesen Extremen, die in Bezug von Zuschreibungen in Bezug auf Existenz oder Nichtexistenz stehen. Da, Sumbatitini, Dindeki Nawa Tang Tongbasana Digre, Tongbatang Tinjungsana Digre, Naransu Nansula, Kavatatanang Bainaya, Dunla, Dalgamare, Ti Mikalwe Sunju di Tona, Ningazu, Sanki Segure, Ti Matona, Kovigasula Kokure, Tintini, Tobar Show, Sinida, Molam Jabaretwa. Wir haben also diesen Wunsch zu erkennen, dass Erscheinung und Leerheit kein Widerspruch sind, sich einander nicht widersprechen. Wir haben also diese beiden Aspekte, auf der einen Seite den erscheinenden Aspekt und auf der anderen Seite die leere Natur. Oder wir haben diese Vorstellung, dass es abhängiges Entstehen gibt, aber dass seine Natur Leerheit ist. Die Dinge existieren nicht aus sich heraus, so wie sie erscheinen. Aus der dualistischen Sichtweise der fühlenden Wesen heraus sehen wir diese beiden Dinge und
Und wir erkennen, dass sie nicht zueinander passen. Diese beiden sind aber letztendlich kein Widerspruch. Sie sind eine untrennbare Einheit. Der Wunsch ist, dass wir erkennen mögen, dass es kein Widerspruch ist, dass diese beiden Dinge eine Einheit sind und auf diese Art und Weise erwachen, die Erleuchtung erlangen. Deni mato kovin kiaso kor, deni tona sangi shena me, tamje din dime kaya me, chunyi kunshi tsane rikbar shios. Im dritten Vers heißt es, wer auch immer nichts erkennt oder wer das nicht erkennt, kreist im Ozean von Samsara. Ist es verwirklicht? Ist der Buddha nicht woanders? Alles ist das. Nichts ist nicht das. Mögen wir die wahre Natur erkennen, die versteckte Dimension der Basis von allem. Indem wir die Natur verwirklichen, indem wir verwirklichen, wie die Dinge wirklich sind, sind wir befreit. Werden wir zu einem Buddha, zu einem erwachten Wesen, indem wir es nicht realisieren, indem wir nicht erkennen, wie die wahre Natur der Dinge ist, verfallen wir in Verwirrung und sind fühlende Wesen. Hier im 13. Vers haben wir diesen Begriff, den Grund, die Basis von allem. Mögen wir die wahre Natur des Dharmata erkennen, der versteckten Dimension, der Basis von allem. Die geheime Natur von Dharmata ist hier eine andere Art und Weise, wie wir die Natur des Geistes beschreiben können. Die Natur des Geistes ist Dharmata. Dharmata kann übersetzt werden als die Natur des Dharma, die Natur der Dinge. Und das ist auch der Grund, des Grund von allem, das Allgrundbewusstsein. Das Allgrundbewusstsein kann unterschiedlich beschrieben werden. Wir können es aus der Perspektive der verschiedenen Tenetsysteme sehen, die verschiedenen Sichtweisen des Buddhismus, oder wir bekommen es auch in der Mahamudra-Tradition erklärt. Hier in diesem Fall sprechen wir über die Mahamudra-Perspektive. Der Grund von allem, dieses Allgrundbewusstsein, bedeutet in seiner Essenz, dass es die wahre Natur der Realität ist, die Natur aller Dinge. Und sie durchdringt, oder sie ist Dhammadhatu, der weitreichende, der uneingeschränkte Raum, der inhärent als die Natur der Realität ist. Indem wir diesen Punkt realisieren, indem wir diesen Punkt, Aspekt des Geistes erkennen, erlangen wir die Erleuchtung. Wir machen also den Wunsch, dass wir diese geheime Natur des Geistes erkennen mögen. Der Latin, also Namgyu, je,
denge kunshi isni tani yoruba ye denge kunshi. Das Allgrundbewusstsein ist aus dieser Perspektive das Bewusstsein, dieses Allgrundbewusstsein, das grundlegend ist, das grundlegende Allgrund, ursprüngliche Allgrundbewusstsein in diesem Fall, das endgültige Allgrundbewusstsein. Tadini Shibati Taweki Tunda Chasanti Matini Dundubare Nayan Simla, Toyan Simeti, Togyan Simla, Tuyan Rangas, Gayan Simla, Gayan Simpe, Totamji Simla Chopper Shores. Im nächsten Vers, Vers 14, heißt es, oder es ist der Vise-Vers, ist eine Zusammenfassung der Sicht. Wir haben über das Etablieren der Sicht gesprochen und im Vers 14 heißt es, oder dieser Vers 14 gibt eine kurze Unterweisung, eine Zusammenfassung der Sicht. Hier heißt es, Erscheinen ist Geist, doch auch Leerheit ist Geist. Erkenntnis ist Geist, aber auch Täuschung ist der eigene Geist. Entstehen ist Geist und Vergehen ist Geist. Mögen alle Zuschreibungen im Geist durchgetrennt werden. Dendam tongba deyang semgi nilu res. Tani di tokba de la sangye segewar deyang sem res. Tani de mato ni ngomashi ni tulba de la korba segewar deyang sem res. Ta dor di na tulba dan tulba. Korba dan yang de ta sang ge tu sa di sem la tu di ge yoba indi. Tani ngaran su yang taiwe gen ten la pa yongbe kapsu la. Jodo je yongbe kapsu la tani. Nawa sem sem tongba tongba sunju tetam jiyan tini tusa di zawa sem ki tingni jungba tang sem la tugu yoba di tang sem ki tingni ta jugu yoba di ane nganzu la yaku jigu gore tila tini karisigasana tabin joto joba asini ta tindi joto jiyan di sama la ngaranzu la tini tardu la sem sunju joda yinba ji la ngishi kye sunba ina tila tini yangdabi tawa sigore. Dieser Vers zeigt also ganz einfach auf, dass alle verschiedenen Erscheinungen, sie alle basieren auf dem Geist. Alles kommt aus dem Geist. Diese Dinge entstehen in unserem Geist. Und das bedeutet, dass sich alles, dass es nur um den Geist geht. Der Geist ist der wichtigste Punkt, ist die Quelle. Und hier drum, deswegen heißt es hier, dass alle Erscheinungen, alles, was wir wahrnehmen, erfahren, aber auch alle Arten der Phänomene, alle Erscheinungen sind der Geist. Letztendlich sind sie alle von Lehrer Natur, und das beschreibt die Natur des Geistes. Wenn wir das erkennen, dann erlangen wir die Erleuchtung, wir werden zu erwachten Buddhas. Und auch dieses Erwachen ist der Geist. Indem wir es nicht erkennen, indem wir diese Natur nicht erkennen, erfahren wir Verwirrung und Samsara. Und auch das ist nichts anderes als der Geist. Jegliche Verwirrung, aber auch die Befreiung, das Erwachen. Samsara und Nirvana, all diese Dinge beziehen sich auf den Geist.
oder sind der Geist. Wenn es darum geht, die Sicht zu erkennen, müssen wir uns von allen getrübten Zuschreibungen in Bezug auf die Sicht befreien. Und das tun wir, indem wir zuerst erkennen, dass alle Erscheinungen der Geist sind, dass der Geist selbst leer ist und dass das kein Widerspruch ist, sondern dass es eine untrennbare Einheit ist. Das Wichtigste ist also, dass es, oder zu verstehen, ist, dass es immer um den Geist geht, dass der Geist der Kernpunkt, die Lebenskraft all dieser Erscheinungen ist. Der Wunsch hier ist es, dass wir all diese Zweifel in Bezug auf den Geist durchschneiden mögen. Es geht immer um den Geist. Jede Zuschreibung, jeder Zweifel, jegliche Projektionen, die wir in Bezug auf den Geist haben, sind nicht nützlich. Wir müssen jeglichen Zweifel, den wir in Bezug auf den Geist haben, bereinigen. Indem wir die Einfachheit oder das Freisein von Extremen erkennen, diese Natur der untrennbaren Einheit, etablieren wir die authentische Sicht. Und so können wir vollkommenes Vertrauen in diese Sicht erlangen. Die Sange gehen, Rangi, Rangi, Gönge, Rangi, Reike, Dayan, Inse, Sungedia, Gimsen, den Zulakone, Sumbare. Süße Simdi, Dapo Kapsi, Bejetanchena, Gönscha, die Göre. Süße Simdi, Bejetanmasche, Dapo Kamaschena, Dacha, die Göre. Niga Rangi, Simdi, Chadi, Göre, in die Sange gehen. Rangi simni yonsu tu dini sangi timba yinsu tamagi domdi kyabshana wa. Aus diesem Grund sagt der Buddha, dass du selbst dein eigener Beschützer bist und gleichzeitig bist du dein eigener Feind. Alles bezieht sich auf den Geist. Wenn wir wissen, wie wir den Geist verwenden, wenn wir das verstehen, werden wir zu unseren eigenen Beschützern. Wenn wir es nicht wissen, wenn wir nicht erkennen können, was es ist, dann werden wir unser eigener Feind. Und deswegen sagt ihm der Buddha, dass all seine Unterweisungen sich nur darauf beziehen, den eigenen Geist zu zähmen. Es geht immer nur um den eigenen Geist. Sim tongba tongba sungju la ten la phabe koni teni thardu di sungju yimba tela ngishe ke songba ina ngishe tela tawa segyore teni nyamlin jebe kapsula ta jidang sumga ha koku nyamlin jebe kapsula ta rimba shindo teni tangbo di tawa sim yimba la samlo ta ni rimba shindo tok towa tela teni tawa ten la phaba asla bare. Was verstehen wir unter etablierender Sicht? Wir erkennen zuerst, dass alle Erscheinungen in ihrer Essenz der Geist sind. Dann sehen wir, dass der Geist von Natur aus leer ist und dass Erscheinung und Leerheit eine untrennbare Einheit sind. Letztendlich müssen wir erkennen, dass Erscheinung und Leerheit eine Einheit sind. Wenn wir Gewissheit in Bezug auf diesen Punkt erlangt haben, wenn alle Zweifel bereinigt sind, wenn wir vollkommene Gewissheit erlangt haben und Vertrauen, dann ist das die Sicht. Wenn wir praktizieren, müssen wir zuerst verstehen, was diese drei Schritte überhaupt sind. Wenn es jetzt aber um die Praxis geht, dann müssen wir schrittweise vorgehen. Wir müssen jede dieser Ebenen etablieren. Und dadurch werden wir ohne Zweifel die richtige Sicht etablieren. Ineyanta, Tambo, Tapenangazu, Lobjong Changiore, Jamba de la Samlotang, Susan Yowatan, Tizu Jani, the same de Candidato, Nawasim Redo, Marito, Sanatayondu, Goveta was Lolikigure. Tini, Goveta wati ke, Tini,
tos tos chi che kom che ne tin nyong we ta wa ke tin ka le ka le kom 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 ne kala khang sam chi ne tin to be ta wa se ne ke yong go re to be ta wa te halam halam ta wa kin dibu da re twa ta ta na di ma zu ko zu sa di go we ta wa ni ya to go re ta go we ta wa de le bar che pa la to zu chi ma zu che kom che nyam lin na wa se mi re pa sung sha wa de ngone re du ma re du su ne so so ga tu du tu sangbodang thedu ngembadang thedu den ta ko go re Am Anfang beginnen wir mit einem konzeptuellen Verständnis. Das ist die Sicht, um die es geht. Wir können nicht sofort die endgültige Verwirklichung in Bezug auf die Sicht erlangen, denn die letzte Stufe, die Frucht, das passiert nicht sofort. Was muss zuvor passieren? Wir brauchen ein konzeptuelles Verständnis, das aus dem Studium und aus der Kontemplation heraus entsteht. Wir brauchen dann auch Erfahrung durch analytische Meditation und so weiter. Wir wenden diese Dinge an. Wir stellen die Frage, ist es wirklich der Fall, dass alle Erscheinungen ihre Essenz der Geist sind? Wir hinterfragen das und wir verwenden das. Wir wenden das an, was wir gelernt haben. Wir verwenden das als Unterstützung und wir verwenden diese Information. Wir üben uns in Meditation, in analytischer Meditation, wir machen Erfahrungen, wir gewöhnen uns an diese Sicht und kommen zu unveränderlicher Erfahrung dessen, dieser Verwirklichung. Das ist dann die Frucht, das Resultat unserer Mühen. Durch die Meditation kommen wir zur Frucht der Verwirklichung. Und jetzt studieren wir diese konzeptuelle Sicht. Es ist unsere Aufgabe, das zu praktizieren, indem wir analysieren, ob es wahr ist oder nicht. Sind diese Stufen in Bezug auf die Sicht korrekt oder nicht? Und das tun wir, indem wir zum Beispiel sehen, dass wenn wir uns in schwierigen Situationen befinden, wir stellen uns also die Frage, können wir dieses Verständnis in jeder Situation aufrechterhalten, in jeder Situation, in der wir uns befinden, egal ob es jetzt eine positive oder eine negative Situation ist. Am Anfang beginnen wir also mit diesem konzeptuellen Verständnis und dann machen wir Erfahrung. Das wird dann zur Sicht der Erfahrung. Letztendlich gehen wir schrittweise vor und wir werden letztendlich die Sicht der Verwirklichung erlangen, die endgültige Frucht der Verwirklichung. Und jetzt haben wir unsere Diskussion in Bezug auf das Erlangen der Gewissheit beendet. Janju semju rimbo che mage panam ke gyurin che ke pa nyambara me pa ya. Gone gondo pelvare sho.